Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Ecclesion. Heute wollen wir den Erfolg toxischer Golemgärtner machen. Für diesen Erfolg müsst ihr einfach Ausschau halten nach diesem Symbol, das ein Event markiert. Und wenn der Golem dran wäre, dann müsst ihr noch Ausschau halten nach einem Schildsymbol in der Nähe von der Spawner-Region, denn dort sollte der Golem auf Eskortion warten. Oder auf einen Escort, besser gesagt. Oh nein, nicht den dreckigen, perversen Escort. Ja, ihr müsst dann einfach nur zu ihm hin, müsst mit so einem kleinen Suda reden, der steigt dann in diesen Golem-Anzug und dann kann es eigentlich losgehen. Ihr müsst ihn dann eskortieren bis zur Spore selber. Und wenn ihr das gemacht habt, dann müsst ihr ihn einfach nur verteidigen. Ihr müsst wirklich in der Nähe von ihm stehen und zusehen, dass er keinen Schaden kriegt. Denn das Problem ist, wenn er nicht aufpasst, dann kann es sein, dass zum Beispiel ein Veteran oder einfach ein normaler Gegner oder was auch immer auf ihn Schaden macht. Und falls das passieren sollte, dann könnte es sein, dass er zu viel Schaden kriegt. Und wenn er zu viel Schaden kriegt, dann geht er down. Und wenn er down geht, dann habt ihr das Event versemmelt. Diese Events, die tauchen eigentlich in allen 5 Zonen auf, die für den globalen Gärtner auch zu machen wären. Das heißt, ihr könnt ihn eigentlich überall dort machen. Die Chance ist auch wie bei dem Belagerungsgärtner ungefähr 1 zu 3. Denn es gibt, wie eigentlich auch damals schon erklärt, 3 verschiedene Events. Und da müsst ihr einfach Glück haben, dass dieses Event dran ist. Ihr müsst das insgesamt 3-mal machen für den Erfolg toxischer Golem-Gärtner. Ja, ich habe persönlich gemerkt, dass das eigentlich nicht ganz so schwer ist, zumindest wenn Leute auch hier auf die Gegner draufgehen und nicht irgendwo in der Ecke abhängen. Und der Golem-Gärtner ist so ziemlich am häufigsten da. Also der Golem ist wirklich das häufigste Event, das ich bis jetzt gesehen habe, im Vergleich zu den anderen. Die Sprengtechniker sind so ziemlich am seltensten da, habe ich zumindest für mich selber ausmachen können, aber für jeden ist es unterschiedlich, es kommt auch auf die Zonen drauf an. Aber wie gesagt, in allen 5 Zonen könnt ihr diese Events mitmachen. Und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß. Wie auch immer, hier in der Mitte die Spore dann abbauen, denn ihr braucht sie. Ist auch eine Währung für die neuen Items, die könnt ihr euch auch anschauen. Kam am Freitag raus, ein Video dazu. Gut, ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal in Guild Wars 2.